So, heute dreht sich mal wieder alles um das berühmte Thema Rückzug. Also das ist ja zu 99% der Anfragen bei meinen persönlichen Readings das Thema Rückzug. Kennenlernen, schön, wunderbar, beide finden es toll. Du denkst, ah ja, da lasse ich mich jetzt mal fallen, weil das tut mir gut, das gefällt mir. Und mit einmal wird es komisch, ja, oder in der Partnerschaft wird er auf einmal komisch oder ja, zieht sich auf einmal zurück. Die Nachrichten werden weniger, der Kontakt wird weniger, der Abstand zwischen den Nachrichten wird länger. Irgendwas ist da im Busch, du kriegst keine Erklärung, du weißt nicht so genau, was ist denn da jetzt eigentlich los? Wird er beeinflusst? Hast du was falsch gemacht? Hat er was falsch verstanden? Ist er nicht bereit, sich zu öffnen? Also es gibt so viele Erklärungen dafür, warum ein Mann ja sich einfach irgendwie zurückzieht. Na, also fehlt auch meistens dann das klärende Gespräch. Klarheit ist immer gut. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und irgendwie auf dem Weg zur Partnerschaft merke ich, es ist jetzt vielleicht nicht das, wo ich sage, da möchte ich eine Partnerschaft haben, dann kann man ja mit den Menschen reden und kann ihm das erklären. Na, das Klären, Klarheit, ne? Aber ich ziehe mir nicht einfach zurück und bin dann weg und du sitzt da mit 1000 Fragezeichen im Kopf. Und das wollen wir uns jetzt heute auch mal in der Kollektivenergie auf YouTube anschauen. Wenn du es für dich genau wissen möchtest, logisch, schreib mir gerne eine WhatsApp, schick mir eine Sprachnachricht, was auch immer du möchtest. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox oder du schaust mal auf meiner Homepage vorbei, angel-readings.de. Da siehst du auch gleich, was es da alles an Readings gibt. Ich habe ja umstrukturiert, da ist jetzt für jeden Geschmack was dabei, für jeden Geldbeutel was dabei. Wenn du dich trotzdem beraten lassen möchtest von mir, kein Problem, melde dich gerne kostenlos bei mir. Ich schaue, was dein Thema ist, welches Reading zu dir passen würde, was das Richtige ist. Ne? Also ist bei mir eigentlich alles super unkompliziert. Aber ich möchte mich auch nochmal bedanken für die vielen Nachrichten. Wie schön das ist, dass man mal ab und zu was von mir von der Pferderanch auch sieht, wenn ich euch da jetzt, wenn es rauswärts geht, immer ein bisschen mitnehme. Na, das freut mich natürlich sehr. Mache ich auch gern, werde ich auch machen, dass man hier immer mal am Kanal ja, mich mal in der freien Wildbahn sieht oder Pferdchen mal sieht. Ich stelle euch die alle mal so vor. Also, dass mal ein bisschen was anderes auch zu sehen gibt. Wir wollen uns ja auch wohlfühlen. Na? Ich bin ja dafür da, dass es dir besser geht und da gehört dann auch ein Pferd dazu. So, da mache ich mich mal in die Ecke rein. Wir brauchen natürlich auch jetzt ein Bild und ich fange schon mal an. Wir machen heute wieder die neue Legetechnik, würde ich mir vorschlagen, dass wir mal ein bisschen Abwechslung drin haben und schauen mal rein, was gibt es denn da so zu sehen. Rückzug, was umgibt ihn denn da so zu dem Thema? Kollektivenergie, das heißt natürlich, das ist die am präsenteste Energie, die momentan da ist. Ja? Und da kannst du auch gut und gerne in Resonanz gehen. Ja? Das heißt, das wirst du fühlen und spüren, wenn sich das für dich stimmig anfühlt. Wenn nicht oder wenn du nicht so genau weißt, ja, war das jetzt eigentlich mein Thema oder nicht, dann sage ich es ja auch immer wieder, gönn dir mal ein persönliches Reading, wenn du jetzt auch sagst, ja, ich habe mir schon so viele Videos angeschaut auf YouTube, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so genau, was gut ist und was nicht, ne? Dann gönn dir mal eins. Von daher auch danke, dass ich gebe ganz viele Anfragen momentan. Ich habe dich gerade erst auf YouTube entdeckt. Na, ich wusste gar nicht, dass ich so lange in der Versenkung verschwunden war. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja, ich schaue jetzt schon längere Zeit deine Videos und jetzt habe ich mich entschieden, mal eins zu buchen. Das ist natürlich auch immer schön, da freue ich mich riesig, weil man muss ja auch immer sagen, ich meine, ich habe jetzt hier nicht den größten Kanal. Er ist klein, aber fein, finde ich. Das heißt, dass hier trotzdem immer so 2.000, 3.000, 4.000 Leute am Tag gucken. Und das ist schon viel für mich. Vor allem, weil ich ja anfangs gar nicht damit gerechnet habe, dass da überhaupt so viele Leute zuschauen. Also ich bin da sehr happy und deswegen mache ich das alles auch sehr gerne. Ja, und ich liege auch gerne mal im Weg rum. So, machen wir es dann eben so. Okay, ja, und was fehlt, wenn du schon öfters mal zugeschaut hast, weißt du, was fehlt? Ich sag's dir, die Dekoration,
Einmal, zweimal, dreimal. Okay, was ist los? Warum Rückzug? Was gibt's zu sehen? Wo geht's weiter? Wir haben die Gedankenebene, wir haben die Gefühlsebene, wir haben Tendenzen. Wie geht's weiter in der nächsten Zeit? Was kannst du erwarten? Und hier oben eine wichtige Karte, das ist das Thema. Was ist hier gerade los in Bezug auf dich und ihn und den Rückzug? Aha, okay. Ja, mit den 8 Stäben, da geht es schon so ein bisschen um neue Energie. Also vielleicht ist da von ihm aus irgendwie auch so ein bisschen die Luft raus gewesen. Das muss aber auch nicht unbedingt was mit dir zu tun haben. Wenn der Mann sich nicht so wirklich in diese Partnerschaft reingibt oder sich engagiert und sagt, ja komm, ich mache jetzt auch viel für dich, weil wenn ich viel gebe, dann gibt mir das auch wieder was, ich bekomme was zurück und man pusht sich gegenseitig so ein bisschen hoch in der Partnerschaft, dass das halt auch etwas Schönes ist. Wenn du eh das Gefühl hattest, dein Herzblatt hat sich jetzt nicht unbedingt ein Bein ausgerissen für diese Partnerschaft, der hat sich nicht so sehr bemüht, na, da warst eher du immer die, die viel reingegeben hat, na, dann ist das Thema bei euch jetzt schon, dass man da schauen darf, dass da neue Energie reinkommt, auch vorzugsweise natürlich von ihm. Ja? Also man will ja immer das, was man gibt, auch zurückhaben in der Partnerschaft. Dass das alles immer so seine Ausgewogenheit hat, bringt ja nichts, wenn du die ganze Zeit tust und machst und vielleicht dabei auch noch Angst hast, dass du ihn verlierst, wenn du aufhörst, so viel zu tun, er macht gar nichts, dann ist da schon wieder komplett das Ungleichgewicht da. Also da darf er schon auch dafür sorgen, dass hier neuer Pep reinkommt ins Kennenlernen. Ne? Wenn er sich jetzt zurückgezogen hat, kann es gut sein, das werden wir jetzt eh gleich sehen, dass er da schon die Idee hat, ach so, ich hätte ja auch mal ein bisschen mehr machen können. Das werden wir aber jetzt gleich sehen. Und daher schauen wir mal in seine Gedanken rein. Aha, gut, da haben wir ja schon mal die 9 Kelche. Das ist eine interessante Karte. Dann haben wir ein geschlossenes Buch. Ja, und du. Okay, so, also ich sage mal so, mit den 9 Kelchen. Da ist sich einer schon ziemlich sicher, dass er dich immer haben könnte, wenn er will. Und genau das ist ja auch das Thema. Ne? Viele Männer, die nehmen das dann wohlwollend zur Kenntnis. Ne? Die sagen, ach schau, die will ja was von mir, die kann ich ja eh immer haben, wenn ich will. Da brauche ich mich jetzt gar nicht anstrengen. Und das ist ganz oft das Thema. Lass ihn nicht zu sicher sein, dass er dich immer jederzeit haben kann. Weil wenn er das weiß, dann bist du schon uninteressant. Der Mann will jagen, der Mann will nicht gefüttert werden. Und mit diesen 9 Kelchen, ja, da ist sich einer schon ziemlich sicher, dass er dich, wann er auch immer möchte, haben kann. Ja? So, und jetzt schaust du aufs geschlossene Buch. Das heißt, er weiß auch, dass das dich beschäftigt, ja? Dass er ja, dich dann schon zum Denken bewegt, in die Sehnsucht gebracht hat, vielleicht auch in den Liebeskummer gebracht hat, ne? Weil das geschlossene Buch, das hat ja er geschlossen zugemacht mit seinem Rückzug, das weiß der schon alles. Ja? Also da haben wir einen ganz schönen Trüffel im Deck liegen, wo ich dir sagen kann, da ist der schlimmste Fehler, den du, das kann ich jetzt schon sagen, hier machen kannst, ist ihm zu zeigen, dass er dich haben kann, wann immer er auch will. Und das ist gar keine gute Ausgangsposition. Überhaupt nicht. Also da würde ich jetzt in einem persönlichen Reading, wir schauen jetzt natürlich die Karten noch an, dir schon auch mal den Tipp geben, dass du ihn mal so ein bisschen triggern darfst. Ne? In Bezug auf, nö, ich habe heute keine Zeit oder ich treffe mich mit jemandem zum Kaffee trinken oder ähnliches, dass der mal wach wird, ja, und von seinem hohen Ross runterkommt. Wir schauen mal, was in deinem Kopf vor sich geht. Ja, der Page der Münzen ist auch so netter. Der steht natürlich auch für eine Chance, der steht dafür, etwas zu nutzen. Also ich glaube, in deinem Kopf, wenn ich da mal reinspüren darf, geht es auch schon sehr um das Thema, welche Chancen gibt es denn für dich noch, dass hier der Knoten platzt, dass man eine Lösung findet? Weil der Knoten da, das ist die Karte für die Notwendigkeit einer Lösung. Also es muss quasi eine Lösung her. Und da der Page der Münzen, der steht immer auch dafür, dass man sich eine Chance ausrechnet, dass dieser Knoten noch platzen kann, mit dem Schlüssel natürlich noch dazu. Das ist ja die Erfolgskarte. Du öffnest dich ihm.
Aber er öffnet sich ja auch dir. Na, das ist ja auch ganz wichtig, dass er mal mehr reingibt, weil was ich bis jetzt so von ihm hier gesehen habe, also da zieht sich einfach einer von dir zurück, weil er einfach weiß, ja, du bist ja eh immer am Start, ich kann dich ja haben, wann ich will, ich brauche mich vielleicht bloß mal melden oder mal schreiben, dann bist du schon wieder komplett abgeholt, ja, und denkst, der Knoten wäre jetzt gelöst. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir da sehen. Wir gucken jetzt nämlich nochmal in die Gefühlsebene. Was ist denn da in seinen Gefühlen los, in seiner Herzenergie? Das ist ja auch immer wichtig. Was sagt denn da sein Herz? Okay, so, da haben wir jetzt auch 10 Münzen. Da geht es auch um Erfüllung und Zufriedenheit. Also ich kann dir schon sagen, dieser Mann ist keiner, der leicht zu befriedigen ist. Du verstehst, was ich meine. Weil das Kreuz, das ist immer eine Last, das ist eine Belastung. Die Fische sind Partner, Partnerschaft, Gefühle. Also er tut sich schon schwer, seine Gefühle zu zeigen, seine Gefühle zu leben und auch mit dir gemeinsam die Gefühle zu leben. Also der Mann, der ist ganz schwer zufriedenzustellen in einer Partnerschaft. Und das kommt aber auch daher, dass der, glaube ich, ein relativ armes Würstchen ist. Wenn er nicht viel mehr in die Partnerschaft, ins Kennenlernen reingibt, dann wird er da auch nichts rausziehen können. Wenn er sich immer nur betüddeln lässt und immer nur die Bestätigung braucht, dass du ihn immer noch willst, und das war es dann aber schon auch, dann kommt er auch nicht in seine Zufriedenheit. Ja? Wenn ich von außen Bestätigung brauche, werde ich nie zufrieden sein mit mir selber. Dann bin ich immer nur zufrieden wegen jemandem, aber nicht mit mir selbst. Und das ist das Problem, was er hat. Der ist mit sich komplett unzufrieden, ja, und kann daher auch nicht so wirklich aus sich herausgehen. Ja, neue Energie, das ist das, was er in dieses Kennenlernen, in diese Partnerschaft eigentlich mit reinbringen müsste. Na? Und das sehen wir da bei dir. Okay. Da haben wir jetzt die 4 der Kelche, eine Maske und die Lilien. 4 Kelche, das ist auch so eine, da ist jemand unzufrieden. Ja? Also wenn du bei dir hineinspürst in deine Gefühle, klar, dein Herz ist unzufrieden. Dein Herz sagt, hä, ich hätte gern viel mehr. Was ist denn hier drüben mit dem nur los? Ich möchte mehr, ich möchte Liebe geben, Liebe haben, ne, mit der Maske dabei. Dass es zwei Gesichter haben, dass es sich was vormachen, dass es hinter einer Maske verstecken. Also dein Herz, das macht schon zu, das macht nicht so wirklich auf, weil es eben nicht weiß, kommst du jetzt in dein inneres Gleichgewicht endlich mal rein oder nicht. Na? Von daher. Ja, unzufrieden mit der Situation, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, könnte man fast so sagen, weil hier irgendwie, ja, du selber dir eine Maske aufgesetzt hast in deinem Herzen und sagst, okay, ich kann mich diesem Menschen nicht öffnen, solange ich nicht weiß, dass der auch mehr gibt in dieser Partnerschaft. Vielleicht hat er sich ja auch nicht zum ersten Mal zurückgezogen. Ja? Also das ist einer, der sucht sein Zufriedensein bei anderen und kann damit mit sich selber nie zufrieden sein. Ja? Das ist seine Last, seine Belastung, die er hat. Und dann gibt es natürlich auch gerne mal Rückzüge. Na, dann sagt er, ja, zieh mich halt dann zurück, ich bin da unzufrieden. Na, dann ist er ohne dich, dann ist er auch unzufrieden, dann ist er wieder bei dir, dann ist er auch unzufrieden. Also einer, der die ganze Zeit eigentlich nur am Rennen ist. Na, von daher wollen wir jetzt Hinweise, Impulse und Tendenzen anschauen für die nächste Zeit. Was haben wir da? Okay, das sind die 7 Schwerter. Bei den 7 Schwertern. Ja, da gilt es einerseits so ein bisschen aufzupassen. Ne? Das hat so ein bisschen mit List und Raffinesse zu tun. Für mich ist das aber auch so eine Karte, wo ich sage, hier stimmt eh irgendwas nicht. Also auch in der nächsten Zeit muss der oder wird der mal schauen, dass er aus dieser Zwischenwelt, ja, die Zwischenwelt zwischen ich bin hier unzufrieden, dann bin ich da auch unzufrieden und wer gibt mir jetzt meine Zufriedenheit? Oh, ich könnte sie ja bei mir suchen. Der Bär, das ist die Kraft, das ist die Stärke, das ist das Selbstbewusstsein. Ja? Mit der Zwischenwelt hier, dass er damals schauen darf, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht, mit dem Typen stimmt irgendwas nicht. Ja? Das muss ich jetzt mal selber verstehen, dass ich erstmal mit mir zufrieden sein muss, bevor ich mich in eine Partnerschaft begebe. Und das ist wahrscheinlich der Grund auch für seinen Rückzug, ja, weil der weder seine Emotionen bei dir hat,
noch weder noch seine Emotionen ohne dich hat. Also einfach einer, der ist permanent am Suchen im Draußen, was denn da so ein bisschen ist, was ihn beglückt. Na? So, ja, bei dir die 10 der Kelche, das ist eigentlich schon mal eine schöne Karte. Ne? Das ist die höchste Liebe, die Zufriedenheit. Aber in Bezug auf deine Zufriedenheit, das ist ja hier die Unzufriedenheit, jetzt kommt die Zufriedenheit, ist in der nächsten Zeit auch noch so ein bisschen Stillstand und Zweifel zu erkennen. Das bedeutet jetzt für dich, du solltest hier mal grundsätzlich etwas ändern. Grundsätzlich mal den Hebel neu ansetzen bei diesem Thema. Er weiß, dass er dich jederzeit haben kann, wenn er will. Zieh ihm jetzt schon mal diesen Zahn. Selbst wenn er sich meldet und es fällt dir schwer, geh nicht ran, schreib du erst mal 2 Tage später zurück, verschieb das Treffen, weil du sagst, ich treffe mich mit jemandem anderem. Gib ihm das Gefühl, dass er nicht mehr so wichtig ist. Und dann wirst du hier in dieser Kollektivenergie, wenn dein Thema ein anderes ist, melde dich bitte bei mir. Aber in diesem Thema, in diesem Deck, ist es mal wichtig, ihm zu zeigen, Moment mal, mein Freundchen, du kannst mich eben nicht immer haben, wenn es dir passt. Du kannst dich nicht immer von mir zurückziehen und dann vielleicht wieder kommen und dann wieder zurückziehen. Ja? Ich habe auch anderes und besseres zu tun, oder ich schreibe dir jetzt auch mal 2 Tage später erst etwas trocken zurück, oder ich verschiebe das Treffen, weil ich mich mit jemandem anderen sehe. Das ist so ein bisschen was, wo es jetzt darauf ankommt, ihn mal ein bisschen zu triggern und bei ihm die Knöpfe zu drücken. Weil so geht es nicht, das sage ich dir gleich. Da muss man mal was ändern. Na? Von daher, ja, der Rückzug, sehr viel Unzufriedenheit. Er weiß nicht, wo er glücklich ist. Er weiß nicht, wo er hin will. Er weiß, dass du eh immer da bist. Das ist das Thema. Und von daher, gehen wir jetzt mal ein bisschen anders vor. Also wenn du hier in Resonanz gegangen bist, dann geh her und sage, okay, bitte halt Abstand, ich lebe jetzt mal mein Leben. Wenn du wirklich was von mir willst, dann musst du mir das jetzt erstmal beweisen. Also, mal machen, ich bin gespannt. Wie immer gilt, ja, für persönliche Readings gerne eine WhatsApp schicken. Meine Nachricht ist immer im ersten Kommentar angepinnt. Dann freue ich mich auf deine Nachricht. Und wenn du in Resonanz gegangen bist, freut es mich auch. Dann haben wir jetzt einen Plan. Und von daher, bleib gesund, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.